Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Ja, wir müssen jetzt... Alter, haben wir viele Äpfel. Was? Heilige Kacke. Das ist ein bisschen sehr viel. Ja, wir müssen jetzt los in die... Wie hieß dieser Dungeon nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir den Schatz holen. Ja, fortfahren in den Geröllbruch, stimmt. Stimmt, stimmt. Ja, der letzte Part, mega lang, Alter. 27 Minuten. Ich wollte erst den Part beenden, nachdem wir halt Knuddellufter getroffen haben. Aber ich dachte mir so, nee, komm, wird eh nur kurz Sklaber noch sein. Aber dann, Alter, war ja mal mega schlimm. Mega, mega schlimm. Ich kann euch leider nur noch nichts über die Placements erzählen, über die ich gestern geredet habe. Weil, ja, ich nehme den Part hier gerade fast direkt danach auf. Und dadurch habe ich die Placements noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch ein Part aufnehmen werde. Ich bin mir nicht sicher. Deswegen, ja, kann es noch sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich mit den Placements... bis ich über die Placements reden kann. Deswegen, nicht wundern. Verdammt. Ich weiß nicht. Mal sehen, was ich zocke. Ich werde, glaube ich... Wow. Hallo Gardevoir, willkommen zurück. Ich kann ja von hier aus... Medital ist... Ja, geil. Sehr geil. Ja, mal sehen, was ich zocken will. Vielleicht werde ich wieder ein bisschen Nami zocken. Auf jeden Fall Leona, weil ich sie endlich auf 7 haben will. Auf jeden Fall. Aber guck ich mal, was ich noch so zocken werde. Oh, ah, Turbodreher. Oh, macht ganz schön Damage eigentlich. Okay, besiegt, schöne Sache. Hier ist die Treppe, genau. Ja, Nami, Leo auf jeden Fall. Mal sehen, ob ich vielleicht noch ein bisschen Karma oder Lulu dazu zock. Muss ich mal gucken, ich passe mich auch öfter mal dem Team, dem Gegnerteam an und meinem ADC sowieso. Erstmal gucken, was der so spielen wird. Und dann mal schauen. Aber ich hoffe, ich werde davon nicht so viele Games verlieren. Ich mache meine Placements heute ja gar nicht. Stimmt, scheiße. Ich mache meine Flex-Q-Placements wieder. Weil ich mit Nietzsche zocke und ich kann ja mit ihm immer noch nicht zusammenzocken. Weil ich meine Placements ja noch nicht durch habe und er schon. Ja. In der Mitte. Wir sind schon ganz schön weit. Von hier an wird es wohl schwieriger werden. Lass uns mit Bedacht voranschreiten. Jo. Auf jeden Fall. Erstmal ein bisschen zur Seite rücken. Mit dem Stuhl. Zack. Ein Slymog. Slymog ist auch eigentlich ein ganz gutes Pokémon. Finde ich. Aber naja. Oh, ich hätte vielleicht nicht weitergehen sollen. Konfusion. Oh, nice. Sehr gut. Okay. 20 Pokémon. Wow. Dein Ernst? Ich hasse diese Pokémon-Fallen. Scheiß die Wand dann. Kann doch nicht wahr sein. Zack. Okay, das war Damage. Das war sehr gutes Damage. Sehr, sehr gutes Damage. Oh, da unten sind noch Items. Eins und... Meine Güte! Was ist das? Ich hasse Fallen. Ich hasse sie. Sind so nervig. Hallo, Ninjask. Bisschen Erfahrungspunkte snacken. U3. Okay. Ach ja. Was mir übrigens noch so eingefallen ist, irgendwie macht es ja Sinn, dass wir... irgendwie macht es Sinn, dass wir erst diese Bonus-Episode spielen sollen und dann weiter in der Story spielen müssen. Weil wir die Bonus-Episode ja vorher freigeschalten haben. Also irgendwie war das ja so beabsichtigt, dass wir erst diese Bonus-Episode spielen. Eine neue Attacke, nice. Welche Attacke? Turm? Oh, Turmkick ist gut. Turmkick ist sehr gut. Ja, vielleicht ist das hier die Vorgeschichte. Und dann, wenn wir die Hauptstory weiterspielen, dann... Weiß ich nicht. Irgendwie muss es ja einen Grund haben, warum die Entwickler gesagt haben, nein, wir wollen erst, dass die hier die Bonus-Episode spielen und danach
was sie auf jeden Fall freigeschalten ist, sodass sie sie spielen können, bevor sie Team Charm in der Hauptstory treffen. Es muss ja einen Sinn gehabt haben und ich denke, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß es einfach echt nicht. Wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Nein, Verfolgung. Dein Ernst? Ich muss... Warte, geht das? Werde ich hier trotzdem von Verfolgung getroffen? Wenn ich das so mache? Ja, werde ich. Shit. Okay, Sinelbeere. Aua. Au, Kacke. Ja, GG. Das war dumm. Warum mache ich das auch? Warum setze ich Pfund ein? Was ist das mit... Was ist denn mit mir? WTF? Ach, Mensch. Ach, Mensch. Oh Gott, haben wir viel verloren. Scheiß die Wand an. Okay, egal. Mann, das war... Ah, das war auch dumm von mir. Warum mache ich das? Das ist halt dumm gewesen. Eieiei, Turmkick ist ja mal mega geil. Turmkick ist übel gut. WTF. Das war schönes Damage gerade. Gardevoir Level 34, schöne Sache. Können wir bei Level 33 auch bitte eine neue Attacke erlernen? Ist doof nur mit Pfund und... Okay. Nice! Super. Pfund und Sprungkick zu kämpfen, aber Agilität brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Mensch. Ja, es macht schon Sinn, weil man dann zweimal angreifen kannst und so, aber weiß nicht, irgendwie. Irgendwie, nee. Hallo Drashil. Drashil ist auch ein cooles Pokémon. Drashil ist definitiv ein cooles Pokémon. Ach Mensch. Okay, das belastet mich jetzt gerade, dass wir da einmal gestorben sind gerade. Okay, eigentlich sind wir ja nicht gestorben. Es ist ja bei Pokémon stirbt man ja nicht. Bei Pokémon ist man ja besiegt. Nicht gestorben. Aber naja, ich will diesen Defense-Schal haben. Aua, hör auf damit! Hör auf! Oh, jetzt hat er keine mehr, dein Ernst. Ich wollte die haben. Ich will diesen Defense-Schal. Wie viel Geld haben wir? 600. Es reicht aber nicht, um irgendwie davon was zu kaufen. Deswegen machen wir es nicht. Hallo Ninjask. Wer hat denn den Defense-Schal aufgehoben? Ich weiß es nicht mehr. Shit. Ich könnte mal nachgucken in dem Log, aber egal. Ich guck mal nach. Tipp. Frage ja, Beere aufgehoben. Also, ach, komm schon. Jetzt stand das da nicht mehr, Mann. Ach, das Spiel mag mich gerade nicht. Definitiv. Top-Elixier. Metang, hebt Top-Elixier auf. Ich will das Metang treffen. Ach komm. Haben wir keine Eisenlunds mehr? Doch, ein, hä? Ach, wir haben den zu tragen. Schleudern. So, gut. Ja, das Eisendorn und so geht ja durch Schutzschild durch. Das ist das Gute, deswegen wollte ich halt werfen. Metang, komm, du hast das Top-Elixier. Du bist das Metang. What? Warum mal? Ist das... verfehlt die Attacke, habt aber ihr Ziel leider Anwenderschaden. Ach lol, das wusste ich ja gar nicht. Da war ein Slimog, ich will das Slimog. Nicht, dass es noch Meditales angreift. Ach komm. Ach komm. Ich hab noch eine Sinelbeere. Ich will die jetzt einsetzen. Vorsichtshalber nicht, dass ich hier noch besiegt werde. Wieder. Ach komm. Danke. Okay, da war ein Pokémon. Oh, wir kommen da gar nicht lang. Lol. Hallo, Changelos. Sprungkick macht da keinen... Ist halt...
Ist halt unnötig gegen Tangelos. Können wir jetzt... Oh, dein Ernst? Das ist irgendwo da hinten? Ja, GG. Hallo, Rihorn. Da ist es. Nice. Oh, warte, das will ich haben und das will ich haben. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Ebenen hier in diesem Dungeon sind. Scheiß auf den Orb. Orbs brauche ich nicht. Kein Bock, gegen diese Pokémon da zu kämpfen. Nicht gegen Metang. Nicht, dass wir schon wieder krepieren, weil... Verfolgung. Oh, nice. Geröllbruch, Lichtung. Sehr gut. Irgendwas an diesem Ort ist anders. Bis hierhin verlief der Weg gerade, eher geradeaus. Verwirrend unwahrscheinlich, wenn ihr mich fragt. Aber wer weiß, vielleicht haben wir uns bereits verirrt, ohne es mitzubekommen. Oh nein, sag bloß nicht, dass wir uns verlaufen haben. Was sollen wir machen? Ich denke, wir sollten einfach versuchen, voranzukommen, nicht wahr? Ja, bevor wir den Dungeon betraten, da hatten uns die anderen Erkundungsteams bereits davon erzählt. Das hier ist möglicherweise bereits jenes komplexe Labyrinth. Wir sollten uns also nicht gleich darüber Sorgen machen, ob wir uns bereits verlaufen haben oder nicht. Es könnte doch auch sein, dass das ganz normal ist, da es allen passiert. Versuchen wir es mal, so zu sehen. Hilft das, euch ein wenig zu beruhigen? Stimmt, so kann man es auch sehen. Ich bin mir sicher, dass das nicht einfach werden wird. Aber letzten Endes werden wir schon herausfinden, was dahinter steckt, glaube ich. Wie auch immer, gehen wir weiter und finden es raus. Wartet, ihr da. Ihr, woher kommt ihr? Das hier ist... Wie konntet ihr übersehen, dass dieses Gebiet Stollos gehört? Echt? Ja, das wussten wir nicht. Gehaha, das wusstet ihr also nicht. Ja, wenn das so ist, dann zeige ich euch mal was. Und zwar, was mit jenen passiert, die sich hier unbefugt Zutritt verschaffen. Kommt heraus, Stollrack. Yo, aus der Wand. Und aus der Wand. Jahaha. Und aus dem Boden, yo. Wir zeigen keine Gnade bei unerlaubten Eindringlingen in unserem Gebiet. So lauten die Gesetze dieses Landes. Oh, entschuldigt, dass wir euer Gebiet betreten haben. Aber wir hatten keine Ahnung. Aber davon abgesehen, glaubt ihr nicht, dass es etwas vorschnell ist, einfach anzugreifen, ohne uns vorher anzuhören? Wir haben diesem Ort nichts getan. Und wir kommen nicht mit der Absicht zu kämpfen. Aber wenn ihr auf einen Kampf besteht, dann bleibt uns keine andere Wahl. Dann werden wir würdige Gegner sein. Ihr seid zweifellos ein paar gut gelaunte Damen. Aber eure Gelassenheit, wie lange könnt ihr sie wohl aufrechterhalten? Zum Angriff, Stollrack! Auf sie! Cooler Kampf, yeah! Meditalis! Schlammerer! Nehmt euch in Acht, wir werden angegriffen! Allzeit bereit! Auf geht's! Team Charm! Yo, das ist ja mal eine coole Kampfanimation! Wie cool ist das denn? Das ist halt mega geil! Okay, Sprungkick, fixieren! Was? Sprungkick verursacht also auch Schaden bei... Alles klar. Ja, okay. Wie sollen wir das denn bitte machen? Ohne Witz, wir haben keine Belebers, haben wir nichts. Sind alle in Ordnung? Ja, nee. Kacke, Alter. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir das bitte machen? Lass uns was, okay, Zeitkosten, lass uns überlegen, dorthin, okay. Alles klar, ja, einfach normal weitergehen. Alter, wir haben noch keine was? Wie sollen wir das denn machen? Wir haben nichts. Nee, wir haben nichts, wir haben keine Belebers, wir haben gar nichts. Wir können das nicht fighten. Shit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das irgendwie überleben werden. Ich habe nämlich echt keine Ahnung. Ach komm jetzt. Ups. Ja, wir haben noch Eisendorn, okay. Zack. Die können wir auch bei Paralyse und Bewegungsunfähigkeit einsetzen. Meistens. Okay.
Ach Mensch, ins Kinn hast du. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ich hoffe, wir finden hier jetzt irgendwie mal ein paar Belebersamen oder sowas. Wäre halt ganz praktisch. Aber Belebersamen sind so selten in diesem Spiel, habe ich das Gefühl. Bei Mystery Dungeon 1 und bei Mystery, also bei jedem Mystery Dungeon Teil. So selten. Ich kann ja auch nochmal eigentlich in den normalen Hauptspielstand. Na, kann ich nicht. Ich kann ja nichts mehr aus dem Lager holen. Verdammt. Ja, okay, dann weiß ich auch nicht, was wir machen sollen. Damn. Das ist dumm. Müssen wir mal gucken. Mal gucken. Mal Lucky Lucky machen. Naja, einmal versuchen wir das jetzt noch und dann beenden wir den Part erstmal. Wir sind jetzt eh bald an der Zeit angelangt. Also von daher. Eieiei, Damage. Vielleicht sollten wir halt. Na, von God of War die Heil-Dings da zu aktivieren, ist auch dumm. Weil wenn es dann einmal angegriffen wird, ist es auch down. Das ist halt auch total hohl. Total useless dann. Mann. Geröllbruchlichtung. Aha, ihr schon wieder seid. So, okay. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden, was ich gerade gesagt habe. Ich gehe nach hier unten auf jeden Fall wieder. Und ich glaube, dann sollte ich Platz auf jeden Fall mit. Ja, ich sollte meinen Platz mit ihm tauschen. Was eigentlich keinen Sinn macht. Warum mache ich sowas? Was ist denn mit mir? Oh, ich bin dumm. Psychokinese. Ja gut, sehr gut. Bodycheck. Anziehung. Ist vernarrt. Okay, das ist schon mal gut. Schon mal sehr gut. Ich muss halt weiter irgendwie Siedelbeeren essen. Und hoffen, dass mir die Talis gleich irgendwie sich gönnt. Aber sich sehr gut gönnt. Das macht. Wow, wie viel Leben haben die Teile? Stollos ist auch vernarrt. Das ist sehr gut. Jetzt braucht Meditalis eine Sinelbeere. Gardevoir Konfusion. Wow, macht das doch nicht auf den. Okay, das ist schön. Wenn Turmkick trifft, dann aber richtig. Sehr geil. Jetzt braucht Gardevoir eine Sinelbeere. Ja, super. Jetzt haben wir keine Sinelbeeren mehr. Ja, GG. Wieder Geduld. Macht doch nicht Geduld. Okay, ich mach mal Sprungkick. Auf das. Okay, das ist besiegt. Super. Konfusion. Macht doch nicht. Oh, lol. Stollos hat ja keine KP. Nein. Haben wir noch Sinelbeeren? Nein, haben wir nicht. Okay, was machen wir? Ich muss weggehen. Ich muss weggehen. Nein! Oh Mann, wir brauchen halt Belebersamen. Ich hätte nicht den Platz tauschen müssen. Oder dürfen mit Gardevoir. Ist auch dumm. Okay. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß es nicht. Wir haben keine Sinelbeeren mehr. Wir haben nichts. Ja, ich überlege mir was bis zum nächsten Part. Denn hier beenden wir jetzt den Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wow. Wer steinert alle Gegner? Ja, das wäre auch ganz praktisch, glaube ich. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.